Hallo und guten Tag miteinander. Ganz herzlich willkommen zur Pressekonferenz des Bundesligaspieles vom VfL Gummersbach gegen die SG Flensburg-Handewitt. Das Ganze fand statt in der Schwalbe Arena in Gummersbach vor 4027 Zuschauern. Die Schiedsrichter waren Fabian Baumgart und Sascha Wild. Und Halbzeitstand des Spieles war 10:13 zugunsten der SG Flensburg und Endstand des Spieles 25:32 ebenfalls zugunsten der SG Flensburg. Zu meiner Rechten sehen Sie den Trainer der SG Flensburg-Handewitt, Lubomir Franjes. Herzlich willkommen hier. Zu meiner Linken den Trainer des VfL Gummersbach, Emir Kurtagic. Und zu dessen Linken den Manager des VfL Gummersbach, Frank Flatten. Und guter alter Väter Sitte nach darf der Gast zuerst, und darauf ist er vorbereitet und freut sich schon drauf. Herr Franjes. Ja, danke schön und guten Abend erstmal zum Allen. Also ich bin ja zufrieden natürlich, um 2 Punkte hier zu gewinnen. Wir haben nachgedacht, dass vielleicht kommen 2 Kreisläufe ins Spiel, aber dass man das so lange durchführt von Gummersbach, hat uns ein bisschen Probleme gegeben. Einige Laufwege, die wir nicht mitgerechnet haben, und die haben das richtig gut gemacht, finde ich. Insgesamt finde ich, dass Gummersbach in dieser Saison, also sieht man, dass es auf den richtigen Weg geht, und ich finde, dass die haben richtig viel Potenzial. Aber ich finde auch, dass wir unsere Arbeit sehr gut gemacht haben. Trotz dieser Kleinigkeiten haben wir konzentriert, fokussiert 60 Minuten gespielt. Unsere Chancen benutzt, und mit das bin ich zufrieden. Ich finde aber, dass wir können noch besser. Also ich möchte einige Sachen noch besser machen. Und mit das müssen wir ja uns mitnehmen von diesem Spiel. Und nächstes Mal, jetzt am Mittwoch gegen Lemgo, möchte ich das besser machen, ganz einfach. Aber insgesamt gute Leistung, 2 Punkte in diesem Spielmarathon, was wir haben. Dankeschön. Dankeschön an Lubomir Franjes. Und nun wollen wir wissen, wie Emir Kurtagic den heutigen Spielnachmittag gesehen hat. Emir, ich denke, es gibt aber auch ein paar positive Aspekte trotz einer Niederlage. Wie siehst du die Lage? Ja, guten Abend. Zuerst Glückwunsch an Lubo und seine Mannschaft. Die haben, denke ich, verdient heute gewonnen. Wir haben uns vorgenommen, einfach zu Hause ein gutes Spiel zu machen, zu kämpfen. Situation war nicht leicht vor dem Anpfiff. Santos nach Lemgo hat sich krank gemeldet und oder verletzt gemeldet, und dann kommen noch 1-2 Blessuren in dieser Trainingswoche, und einfach die Voraussetzungen waren nicht gut. Und das hat die Mannschaft aber super kompensiert, und wir haben uns einfach gesagt, wir haben nichts zu verlieren. Wir spielen gegen eine super Mannschaft, die langsam ihre Form gefunden hat nach dem holprigen Saisonstart, und unsere Aufgabe ist einfach, vor unseren Zuschauern, die heute mal wieder einfach eine grandiose Stimmung, wie ich finde, gemacht haben und uns 16 Minuten unterstützt haben, trotz Rückstands. Wir haben gesagt, wir wollen das denen danken, und die Mannschaft hat das gut gemacht, finde ich. Wir haben versucht, Lösungen zu finden mit 2 Kreisläufern, sogar mit 3 Kreisläufern, glaube ich, über weite Strecken. Und einziges Problem war, dass Flensburg einfach eine zu gute Mannschaft ist, individuell, die dann 1-2 vielleicht Unkonzentriertheiten, 1-2 vielleicht unvorbereitete Würfe sofort mit Gegenstößen bestraft hat und sich so ein wenig absetzen könnte und nun Sicherheit gewonnen hat. Aber das ist so, das wissen wir, und das ist eben die größte Stärke, die Flensburg hat, und da muss man einfach damit rechnen, dass sie in diesem Gegenstoßspiel die Fehler bestrafen. Und nichtsdestotrotz, ich bin trotz 7 Tore Niederlage, ich sehe einen Schritt nach vorne. Also wir haben heute, finde ich, sehr gut gedeckt über ganzes Spiel. Ich finde, dass wir im Angriff auch Fortschritte gemacht haben, auch wenn das noch viel, viel besser gehen muss. Und bleibt jetzt nichts anderes übrig, Kopf hoch zu nehmen. Die Mannschaft, wie Lubo das gesagt hat, die Mannschaft hat Potenzial. Daran glauben wir alle, und wir werden jetzt alles dran setzen, dass wir unsere Form wiederfinden, dass wir wieder jetzt Punkte holen
Und ja, das ist jetzt erstmal in Hannover, danach kommt Flensburg zum Pokal, danach kommt Göppingen. Und da müssen wir uns jetzt an den schweren Gegnern rausziehen und das werden wir auch tun. Danke. Vielen Dank, Emir Kurtagic. Und nun, Frank, wie hast du den heutigen Nachmittag erlebt? Schöne Botschaft auch, dass wir viele Jungs aus der Akademie in der Mannschaft hatten. Erzähl mal, was du davon hältst. Ja, schönen guten Abend. Glückwunsch an euch zu dem verdienten Sieg. Ich glaube, wir haben nach den letzten drei Spielen hier viele Diskussionen mitgemacht. Die Mannschaft hat heute eine Antwort gegeben, nämlich dass sie wieder so auf der Platte stand, dass sie um die Bälle gekämpft hat. Das haben wir gesehen und erfreulich ist natürlich, dass wir die Nachwuchsspieler auch ins Wasser schmeißen konnten oder mussten sogar. Die haben ihre Aufgabe gut gemacht. Florian hat die ersten zwei Tore in der ersten Liga geworfen. Das ist mit Sicherheit ganz wichtig. Wir wurden angeführt von einem starken Simon Ernst. Aber das ist eine Mannschaft, die war heute einfach einen Tacken zu gut für uns. Ich wünsche euch für die weitere Saison alles Gute. Ich habe auf euch gesetzt, jetzt nicht wettmäßig, sondern vor der Saison habe ich gesagt, das ist ein guter Kader, gefällt mir. Grüße an Dirk und gute Rückfahrt. Danke. Dankeschön an Frank Flatten. Und jetzt, meine Damen, meine Herren, Feuer frei für Fragen an die drei Herren. Das ist, Herr Lange. Sie haben trotz der klaren Führung nur mit einem relativ kleinen Kader durchgespielt. Also vier, nach meinen Aufzeichnungen, vier Spieler gar nicht eingesetzt. Warum? Ja, das kann sein. Das war vier Spieler. Ich glaube, das war ja mit Mülle, meinen Sie, mit dem Torwart. Ja, warum? Ja, ich spiele jeden dritten Tag und jeden dritten Tag ändere ich die Mannschaft. Es ist ganz einfach. Die Belastung ist enorm und ich habe mich entschieden, für diesen Weg zu gehen, Verantwortung zu verteilen. Und wenn Sie, was haben wir heute? Ich bin ja sogar, das ist ja Sonntag. Mittwoch haben wir eine andere Ausstellung gehabt auf dem Spielfeld. So, und jetzt Mittwoch werde ich wieder die Spieler, die nicht viele Leute gespielt haben, die werden Verantwortung kriegen von mir. Und ja, da müssen die das benutzen, die Verantwortung, ganz einfach. Wir haben zu schwer Programm. Es ist nicht möglich mehr. Und ich möchte kein sozusagen gesundheitliches Risiko auf meine Spieler gehen. So einfach ist das. Und deswegen teile ich meine Zeit mit den Spielern, was ich habe. So viel ich natürlich möglich denke, ist möglich. Dankeschön, Lubomir Franjes. Und für die Frage an Dieter Lange. Gibt es noch weitere Fragen? Kannst du noch mal eben? Einmal das Mikro. Es kursiert in den Medien schon das Gerücht, dass Raussantes angeblich heiß umworben ist von den Rhein-Neckar-Löwen. Meine Frage, inwieweit ist da was dran? Er soll angeblich wohl bei VfL Gummersbach angefragt worden sein, dass dort die Anfrage kam von Rhein-Neckar-Löwen. Die Frage geht an wen? Ich dachte an Lou, oder? Da kann ich relativ schnell und knapp beantworten. Gerüchte kursieren immer sehr viele. Gespräche werden scheinbar überall geführt. Die Rhein-Neckar-Löwen haben bis heute nicht mit uns gesprochen. Sehe ich auch keine Veranlassung, das zu kommentieren. Da sind wir der falsche Ansprechpartner. Da müsste man jetzt die Rhein-Neckar-Löwen fragen. Ich habe das Interview mit Interesse gelesen. Da ist ja nur von dem Herrn Lamadé gesagt worden, dass sie zwei Möglichkeiten haben. Und daraus wird gemacht, dass es der eine und der andere ist. Einer davon ist angeblich Raul Santos. Ich selber spreche mit ihm natürlich auch. Wir haben erst vor anderthalb Wochen zusammengesessen. Und wir als VfL Gummersbach können sagen, dass er auch der Meinung ist, dass der VfL mit Sicherheit ein gutes Nährbecken für ihn ist und er sich hier sportlich entwickeln kann. Und alles Weitere beschäftigt mich überhaupt nicht. Und da muss man Spekulation mal zurückweisen. Gut, danke schön an Frank Flatten und an deine Frage, Jürgen. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann, lieber Herr Franjes, dürfen Sie nach Flensburg fahren, weil wir uns ja dann in 10 Tagen wiedersehen, müssen Sie gut ausgeruht sein. Wir wünschen Ihnen eine gute Heimfahrt, freuen uns aufs Wiedersehen und Ihnen herzlichen Dank fürs Hiersein.